Zwei Tage lang drehte sich in Kufstein alles um Helden von heute und morgen. Bei den Beady Days konnten sich 400 Teilnehmer bei Debatten, Workshops und Vorträgen über zukunftsweisende Themen informieren und austauschen. Die Beady Days sind ein Zukunftsfestival, also kein klassischer Kongress, sondern ein Festival für junge Menschen. Es soll eben eine Plattform sein, um über Zukunftsthemen, sei es sozialökonomische Themen, Digitalisierung, aber auch gesellschaftliche Punkte zu diskutieren. Und auch diese junge Generation, also die Helden und Heldinnen von morgen, zusammenzubringen mit Menschen, die bereits mit beiden Beinen im Arbeitsleben stehen, Unternehmerinnen, der Wirtschaft und so weiter. Mit den Festivalinhalten identifizieren sich auch die Stadtwerke Kufstein. Vor über 100 Jahren wurde das Unternehmen als städtische Wasserleitungsanstalt von visionären Kufsteinern gegründet. Heute fördern die Stadtwerke durch Projekte wie die Lehrlingsakademie junge Menschen und ihre Ideen. Die Stadtwerke sind ja schon etwas über 100 Jahre alt, 125 Jahre, wenn man genau sein darf. Das ist der Blick in die Vergangenheit, aber natürlich richtet sich unser Blick immer in die Zukunft. Und bei dieser Veranstaltung, da haben wir auch Zukunftsforscher. Und da wollen wir uns was abschauen. Für uns ist es wichtig, Beständigkeit, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit, aber natürlich auch neue Techniken, neue Technologien, die wir einsetzen wollen in der Versorgung der Kufsteiner und der Umlandgemeinden. Wichtig dabei ist, Mut zu haben und die Scheu vor den Herausforderungen der Zukunft abzulegen. Fürchten müssen wir uns vor der Zukunft nur dann, wenn wir sie zum Gespenst machen. Das heißt, es ist ja heute natürlich so, dass wir uns extrem schwer tun als Menschen, genau zu wissen, was wird kommen. Es ist so viel gleichzeitig, was passiert, es ist so viel los. Aber die Frage ist also, ob ich mich davor fürchten muss, hängt nicht davon ab, was in der Zukunft wirklich passiert, sondern wie wir heute die Zukunft sehen wollen. Also es hängt von uns ab. Und ich bin überzeugt, dass man im Moment einfach eine riesen Möglichkeit hat, ein Potenzial, diese Welt extrem super weiterzuentwickeln. Nicht mit Angst aber, das wäre nicht gut, sondern mit Freude. Mit der Freude dran, an der Welt einen Beitrag zu leisten. Die Zukunft hält also viele spannende Möglichkeiten und Chancen bereit, die nur richtig genutzt werden wollen. Und wie steht es um die Zukunft der Beady Days? Wir hätten vor, im Oktober 2020 weiterzumachen. Natürlich müssen wir jetzt dann evaluieren, wir müssen uns Feedback einholen. Aber es wird auf alle Fälle auch 2020 wieder Beady Days geben. Auf die Themen und Visionen, die die Besucher bei den Beady Days im nächsten Jahr bewegen werden, darf man jetzt schon gespannt sein.